Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch einen Primer-Call. Ja, ich habe schon mal bei Instagram und bei Facebook gefragt, ob ihr da Interesse dran hättet. Ich habe jetzt nicht so viel gekauft, also nur diese Tüte hier voll. Ich habe insgesamt ungefähr 40 Euro ausgegeben, also ich habe wirklich nicht viel gekauft. Aber ihr wolltet den Haul gerne haben und deswegen bekommt ihr den jetzt. Ja, und die erste Sache, die ich euch zeigen möchte, ist eine Tasche. Und zwar diese hier. Ja, die ist sehr, sehr pink. Aber mir gefällt das ganz gut. Die meisten Leute haben ja immer nur schwarze, braune, beige oder graue Taschen. Und ich wollte jetzt einfach mal eine etwas knalligere Tasche haben. Mir gefällt die von der Aufmachung auch sehr gut. Vor allem, dass sie hier diese Ketten hat und hier diese Einzelheiten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die hat auch innen drin hier nochmal so eine verschließbare kleine Tasche und hier noch so zwei kleine Fächer. Und ja, das finde ich ganz wichtig an der Tasche, dass dann noch so Fächer innen drin sind, weil sonst verliert man ja den ganzen Überblick in der Tasche. So, das einzige Problem hier dran war, hier sind so schwarze, ja, Kugelschreibermale. Und dann bin ich zu dem Verkäufer gegangen, weil das war die allerletzte Tasche und meinte zu dem, hören Sie mal, das geht ja nicht, dass da hinten dieses Kritzel drauf ist. Was kann man denn da machen? Erstmal habe ich 10% auf die Tasche gekriegt. Ich meine, das waren jetzt 70 Cent, weil die Tasche 7 Euro gekostet hat. Also das war jetzt eigentlich kein Ding, ne? Hätte ich auch für 7 Euro nehmen können eigentlich. Naja, 70 Cent gespart. Und er hat mir direkt einen Trick verraten, wie das Ganze weggeht, weil mir ist aufgefallen, dass das bei relativ vielen Taschen der Fall ist, dass die einfach hier hinten so ein Gekritzel drauf haben. Und dann hat er mir gesagt, sie müssen einfach nur ein bisschen Haarspray nehmen, das da drauf sprühen und dann drüber schrubben. Und ich zeige euch jetzt auch mal genau, wie das geht, damit, falls ihr mal dieses Problem habt, ihr das Problem auch lösen könnt. So, also hier das Haarspray und hier die Tasche. So könnt ihr das ungefähr sehen. Dann sprühen wir einfach etwas da drauf. Ruhig etwas mehr. Und dann einfach drüber gehen. Es dauert ein bisschen. Und wie ihr sehen könnt, hier war das. Das Ganze ist jetzt fast ganz weg. Und finde ich, ist schon ein ganz guter Trick, wenn das jetzt die letzte Tasche ist und man die unbedingt haben möchte. Und deswegen war ich dem Verkäufer ganz dankbar dafür. Und jetzt kommen wir zur Tasche Nummer 2. Die sieht so aus und ich habe mich direkt in sie verliebt. Ich finde die total schön, auch dass die hier wieder diese Details hat. Und ja, ich wurde von einer Freundin schon aufgezogen, die meinte zu mir, komm Kim, nimm deine Schminktasche und wir gehen. Also mir wurde von ihr auch schon gesagt, dass es aussehen würde wie eine Schminktasche. Ich finde die Tasche super schön. Die hat jetzt leider hier drin keine Fächer mehr. Oh, da sind Krümel drin. Ich hatte die nämlich jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal im Einsatz. Und ja, die hat halt hier noch so einen süßen Reißverschluss. Und ich finde die einfach total süß. Auch wenn eine Freundin von mir gesagt hat, dass es aussieht wie eine Schminktasche. Was haltet ihr von der Tasche? Übrigens hat die auch 7 Euro gekostet. Tasche Nummer 3 ist auch wieder pink. Das ist jetzt einfach eine kleinere Tasche. Ich brauche einfach immer kleine Taschen, wenn ich mal feiern gehe oder wenn ich abends mal einen Cocktail trinken gehe, weil das stört mich einfach, mit so einer großen Tasche darum hantieren zu müssen. Da tue ich dann einfach meinen Ausweis, mein Geld und so weiter rein und da passt dann auch einfach immer alles. Was mir hier auch wieder gefällt, sind diese Ketten. Ihr merkt schon, ich stehe darauf, wenn da Ketten an der Tasche sind. Und ja, mir gefällt das auch wieder mit diesem Pink. Ich mag diesen Verschluss hier vorne sehr, sehr gerne. Und hier hat man auch wieder den Stauraum. Hier hat man so ein kleines Täschchen innen und noch so ein kleines Fach. Und die hat natürlich auch wieder 7 Euro gekostet. Jetzt komme ich zu dem einzigen Oberteil, was ich mir geholt habe. Und ich finde im Moment Khaki irgendwie total schön. Und das ist einfach so eine transparente Bluse, das ziehe ich generell sehr, sehr gerne an. Einfach so ein Basic-Top darunter und man kann rausgehen. Und mir gefällt das auch sehr gut mit diesen goldenen Knöpfchen, weil ich finde, Gold und Khaki passen super gut zusammen. Und ja, habe ich mich direkt drin verliebt. Diese Bluse hat 9 Euro gekostet und finde ich auf jeden Fall voll in Ordnung. Ich hole mir nirgendwo anders Socken als bei Primark, weil es lohnt sich einfach so sehr. Ich habe hier auch wieder Socken geholt, dieses Mal bunte. Und das ist ein, steht das hier? Ein 7er Pack mit Strümpfen. Und das Ganze hat einfach nur 3 Euro gekostet. Also ich meine, billiger bekommt man das ja nirgendwo. Und ich fand das hier besonders schön, weil die bunt sind und ich mag sehr gerne pink. Und auch hier dieses Aprikot. Und ich trage lieber so pinke Socken als schwarze oder weiße Socken.
Habt ihr da auch irgendeine Vorliebe? In meinem letzten Primer-Call habe ich euch schon mal gezeigt, dass ich mir Pinzetten geholt habe. Ich habe jetzt leider hier diese spitze Pinzette verloren und musste mir die direkt nochmal wiederholen, weil die ist einfach so gut. Das sind die besten Pinzetten, die ich jemals hatte. Vor allem hier diese spitze. Und für 1,50 Euro, hallo, wenn man zu Douglas geht oder so, dann kostet eine davon 10 Euro. Und hier haben wir jetzt zwei für 1,50 Euro. Und die sind super gut. Und wenn ihr noch auf der Suche nach der perfekten Pinzette seid, dann geht mal zu Primark. Die ein oder anderen von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich gehe sehr gerne öfters mal feiern mit Freunden. Und was da eigentlich immer fehlt, ist eine Bürste. Weil wenn man sich so viel bewegt und dann kommen die Haare ziemlich durcheinander. Und da habe ich mir einfach mal dieses Ding hier geholt. Und das Ganze hat 1,50 Euro gekostet. Das ist einfach hier so eine coole Bürste mit dem passenden Spiegel dazu. Finde ich super cool, ist super handlich, weil das Ganze kann man ja zusammen machen. Und dann ist das nur so groß, das passt sogar in eine Minitasche rein. Und das wird jetzt auf jeden Fall mein Partybegleiter. Dann habe ich mir noch diese falschen Wimpern hier gekauft. Die haben 1,50 Euro gekostet, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir die nur gekauft, weil die genauso aussehen wie meine Red Cherry Wimpern. Eigentlich ist da kaum ein Unterschied, so, wenn ihr das seht. Das Einzige, was da irgendwie anders ist, ist, dass die ein bisschen dichter sind und dass das Bändchen, an dem das Ganze befestigt wird, schwarz ist. Bei den Red Cherry Wimpern ist das Ganze durchsichtig und ich dachte mir, ich teste das einfach mal, wie die sich im Vergleich verhalten. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich finde die auf jeden Fall cool. Dann habe ich mir noch Ringe gekauft. Hier ist jetzt nur noch einer dran. Den anderen habe ich hier und der dritte, den habe ich irgendwie verloren, weil die mir leider zu groß sind. Und ich kann euch direkt sagen, dass das ein Fehlkauf war, weil die nicht schön sind. Ich wollte gerne diese Fingerkuppenringe mal haben. Ich glaube, die heißen, boah, ich kann das nicht aussprechen. Entweder, also die werden Knackelring geschrieben und ich weiß nicht, ob man die Knackelring nennt oder wie auch immer. Schreibt mir mal unten rein, wie man das ausspricht. Falls ihr wisst wie. Auf jeden Fall sind das hier diese Ringe für die Fingerspitze, sag ich mal. Und ja, einer ist halt mit einer Blume, einer ist mit einem Herz und der andere war mit einer Schleife. Aber keine Ahnung, wo ich den verloren habe oder wo der abgeblieben ist. Auf jeden Fall gefällt mir das nicht. Mir hat das im Laden ganz gut gefallen und es hat auch nur 2 Euro gekostet. Und da dachte ich mir, ach, nehme ich mir das mal mit, weil ich gerne mal so einen Ring haben wollte. Aber mit so Blümchen oder so vorne gefällt mir das nicht. Mir gefällt das nur, wenn das hier diese dünnen sind. Und da muss ich auch nochmal gucken, ob ich da überhaupt die richtige Größe für mich finden kann, weil die sind irgendwie zu groß. Ja, die letzte Sache, die ich euch zeige, ist jetzt auch relativ unspektakulär. Ich habe mir einfach für 1,50 Euro massenweise Haarbänder gekauft. Die braucht man ja eigentlich immer. Ich benutze die eigentlich immer, wenn ich zum Sport gehe, weil ihr seht, meine Stufen fangen sehr hoch an. Die kriege ich nicht alle in den Zopf hinein und deswegen nehme ich immer hier diese Bändchen zur Hilfe und ja, das klappt eigentlich ziemlich gut. Ich habe euch vorgewarnt, es ist nur ein kleiner Primer-Call und wir sind auch schon am Ende. Also ich habe euch jetzt alle Produkte gezeigt, die ich mir gekauft habe. Und ja, wie ihr gesehen habt, war das wirklich nicht viel. Aber ihr wolltet es ja trotzdem mal sehen. Ansonsten wollte ich euch noch fragen, ich habe mir permanent Make-up stechen lassen. Schon vor 2 Monaten ungefähr und es ist euch nicht aufgefallen. Und was ich natürlich super gut finde. Hättet ihr eigentlich Lust an einem Follow Me Around, wo ich euch mal zeige, wie das Ganze gemacht wird und wie sich das Ganze entwickelt, also vom ersten Tag bis zu Tag 10 oder sowas. Wenn ihr gerne ein Video dazu hättet, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und ich freue mich, wenn ich einen Daumen nach oben bekomme. Also bis dann, ciao!